Hi, ich bin Marc von der Nosch. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr dieses total tolle Orange-Maracuja-Getränk machen könnt, dann bleibt dran. Ja, wir haben wie immer alles schon so ein bisschen vorbereitet. Deckel auf. Und jetzt nehmen wir 0,7 Liter Orangensaft von Ex-Granini. Dann 1,75 Liter Maracuja-Saft. Wir haben jetzt auch dort das passende 0,75 Liter Gebinde. Das packen wir auch noch mit dazu. Und abgemessen haben wir noch 0,4 Liter Lemon Squash. Deckel drauf. Maschine einschalten und wir sehen uns in einer halben Stunde wieder. So, hallo, die halbe Stunde ist um. Wir haben die Maschine auf minus 2,5 Grad eingestellt und haben damit jetzt einen wirklich super, super Frozen Juice. Ja, ich würde einfach sagen, zapfen wir mal. Man sieht, wie schön das Produkt jetzt aus der Maschine kommt. Hat wirklich eine extrem tolle Konsistenz. Wem es jetzt noch ein bisschen zu fest ist, der kann natürlich die Temperatur ein kleines bisschen runterstellen. Das Ganze vielleicht noch eben schnell mit einer Orangenscheibe garnieren. Und so hat man einfach ein super tolles Produkt mit den Säften von Ex-Granini. Ich hoffe, ihr hattet eine total tolle Geburtstagsparty mit dem wunderbaren Orange Maracuja Slush, den wir hier mit Ex-Granini-Produkten hergestellt haben. Die Party ist vorbei, die Kinder sind im Bett, eure Freunde kommen vorbei. Dann habt ihr natürlich hier eine super Basis, um halt auch Cocktails zu machen. Das heißt, ihr könnt natürlich jetzt ohne Probleme hier einen Wodka oder einen Rum oder ähnliches mit in die Maschine einfüllen und habt einfach einen super, super geilen Frozen Cocktail. Probiert's aus, euch wird's gefallen. Ich hoffe, euch schmeckt das Rezept und ihr probiert es auch zu Hause aus. Gerne natürlich im Icon, weil das ist natürlich prädestiniert dafür. Ich hoffe, euren Kindern schmeckt's. Ihr habt gesehen, super einfach und gerne hinterlasst ein Like oder klickt hier auf die Glocke, dann kriegt ihr noch mehr Rezeptideen und Videos von tollen Produkten, die man mit dem Icon machen kann. Würde uns sehr freuen, wenn ihr uns auch noch ein Like hinterlasst und gerne auch auf Facebook und YouTube.